Du. Ja, ich glaube, Visenius wird gehackt. Du. Guck mal, der Post vor 3 Minuten. Du. Ja, ich rede mir selbst eigentlich doch nach. Solange du so mit mir redest, ignoriere ich dich. Ach Gottchen, was haben sie da für einen Ausland? Keine Ahnung. Ja, vielleicht wurden die gehackt. Nice, sieht cool aus. Wenigstens ist im Tiki Lala was los. Oh, die haben sogar auf Weezer News ein Video dazu. Okay, da muss ich dann kurz schauen nochmal. An das SAPD. Aber jetzt müsst ihr zu Hause gucken auf unserem tollen Fernseher. Los Santos. Los Santos. Niemand von euch sollte sich wundern, dass es zu so etwas kommen musste. Cops, die nicht mit der Kraft ihrer Macht umgehen können. Cops, die es darauf anlegen, die Situation eskalieren und es eskalieren. Direkte Anschuldigung, ohne tatkräftige Beweise. Nur, weil man in einer möglichen Gang ist. Personenkontrollen von einzelnen Personen mit einer Übermacht der Cops. Direkte Androhung von Waffengewalt bei einer unbewaffneten Schlägerei. Ich kenne noch weiter auf. Aber ich denke, dieser Punkt zeigt klar auf. Du kennst solche Anschuldigungen doch mit am besten. Wir wollen gar nicht, dass ihr uns mögt, besonders. Dies beruht nämlich auf Gegenseitigkeit. Doch das heutige Ereignis ist ein selbstgemachtes Problem. Denkt darüber nach, wie ihr demnächst handelt. Eure Leben könnten davon abhängen, von dem ihr sicherlich hängt. Soll dieser Tag ein Mahnmal für Los Santos sein. Ja, top. Endlich mal ein paar Kriminelle, die was machen. Kriegt ein Herzchen. So.